Heute gibt's mal ein Kurzvideo, und zwar baue ich mir ein improvisiertes Gewicht für unseren alten Traktor. Dafür brauche ich eigentlich nur zwei Formrohre, bisschen Flachstall und alte Bahnschienen als Gewicht. Den Flachstall habe ich schon passend fürs Zugmaul zugeschnitten. Damit's auch gut hält, habe ich für die Schweißnähte alles schräg angeschliffen. Als die Montage fürs Zugmaul fertig war, habe ich die Bahnschienen mit Plasma zugeschnitten. Das hat gerade so funktioniert. Dann kommt noch Beton rein und die Gewichte werden schon montiert, wobei das zweite aufs erste aufgesteckt wird. Damit steht auch dem Transport von Holz und Steinen im Gelände nichts mehr im Weg. Und damit danke fürs Anschauen. Alle kleinen Nebenprojekte, die es sonst nicht in ein eigenes Video schaffen würden, werde ich in Zukunft in so kleine Shorts verpacken. Die sind weit weniger Arbeit zu machen und ich kann sie auch zusätzlich auf Instagram noch posten. Also folgt mir gerne auch dort und damit bis zum nächsten Mal.